Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Legion. Ja, und ich spiele mit den Perks Thanatophobie, Ruf der See, Unterdrückung und Pop Goes the Weasel. Und ja, ich habe die Aufgabe, ich muss gegen Generatoren mit Unterdrückung treten, deshalb habe ich das direkt mit. Genau, an Addons habe ich zwei Addons dabei. Einmal das, wenn sich Überlebende genesen, dann sehe ich deren Aura im Umkreis von 24 Metern. Also ich weiß Bescheid, wo die sich genesen, wenn die sich genesen. Und außerdem habe ich ein zweites Addon dabei, welches den Effekt hat. Ich habe gerade echt nicht mit meinem Speed gerechnet. Außerdem habe ich ein zweites Addon mit, was den Effekt hat, dass wenn sich... Autsch, ja, das habe ich verdient. Außerdem habe ich ein zweites Addon mit, was den Effekt hat, dass wenn sich Überlebende voll genesen, alleine, ohne jemand anderen, dann leiden die für 60 Sekunden unter dem Statuseffekt gebrochen. Was ganz cool ist, gerade in Verbindung mit Tana. Okay, hallo Dwight. Ja, ich dachte, der wirft. Dachte ich hier auch. Perfekt. So, ja. Da lang durch. Ja, ich glaube, ich lasse den laufen. Dort oben arbeitet wieder Claudette. Ich meine, wenn er sich genießt, dann ist er halt danach gebrochen. Was halt auch recht cool ist. Ich will lieber erstmal Schaden verteilen. Die trete ich gegen. Über Unterdrückung, meine ich. Ja, danke schön. Danke. Hallo Mac. Einmal. So, 3 Sekunden Stand. Vergiss nicht, Mac. Neue Legion. Nicht mehr 4 Sekunden. Wirf um, ja. Schade. Ich dachte, ich krieg die da. Okay. Die wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen. Vielleicht irgendwo genesen, wo ich sie sehe? Nein. Ich will hier links und rechts alle Gens. Okay, hier würde ich gerne reinkommen. So, das Schöne ist, Mac wird sich halt selbst wahrscheinlich genesen. Und da sie halt... Ja, jetzt ist sie erstmal gebrochen. Hier ist wieder Ruf der See drauf. Das rennt hier hinten rum. Ja. Einmal. Warte mal, hä? Okay, ich wollte gerade sagen, wo ist die lang? Okay, darüber. Ich brauche langsam wirklich einen Haken. Im Moment habe ich nicht viel erreicht in der Runde. Schade. Was? Boah, sind wir ehrlich. Ich glaube, das wäre ein Griff gewesen. Aber dass halt nichts wird, ist halt blöd, ne? Hier wurde vielleicht wieder angefasst. Nee. Ich wollte wieder Unterdrückung draufpacken. Komm mit. Okay, ist richtig blöd, dass wir so lange gebraucht haben für den ersten Haken, aber... Ah, meine Güte. Ist halt auch mal so. Mein Problem ist halt auch, dass viele meiner Perks wirklich darauf ausgelegt sind, dass ich halt Haken mache. Also was heißt viele? Pop ist darauf ausgelegt, aber das trägt halt so ein bisschen meinen Slowdown. Okay, hier packe ich wieder Pop drauf. Und Unterdrückung. Unterdrückung sagt mir nichts. Hier muss ich auch gegentreten. Die Map hat halt echt viele zerstörbare Wände. Hallo David. So, ja. Okay, ich gehe meine Kraft. Ja, sehr schön. Richtig einmal. Dort hinten treffen sich 3 Leute. Ah, ich dachte, ich erwische die vielleicht hier noch. Das wäre cool gewesen. Einmal. Ich denke mal, die werden sich hier oben irgendwo heilen. Ne, die ziehen den Gen durch. David ist jetzt wieder verwundet. Tana schlägt zu. Aber es sind halt alles so Mini-Dinger, ne?
Okay, hier lang weiter. Boah, Leute. Look at it. Diesmal hat sie halt dort gewartet, weil ich beim letzten Mal schon da rum bin. Hab ich dich? Ja, tut mir leid, dass ich halt dich jetzt wieder hab, aber ich bin ehrlich, ich nehme gerade wenig Krieg, ne? Okay. Komm mit. So, Dwight hat jetzt auch wieder tiefe Wunden. Ich verlangsame das. Langsam, aber sicher. So, dein zweiter Haken. Okay, wieder Pop und Unterdrückung drauf. Der trifft den Skillcheck, ich glaub's nicht. Mist. Und der hat aber auch noch tiefe Wunden. Und Mac ist da auch. Ich trete kurz gegen. Einfach für Ruf der See. Okay, ich denke mal, dass die hier noch alle sind, ne? Das Nervige für die Überlebenden ist jetzt eigentlich, dass nur David retten könnte. Gefahrlos, sage ich mal. Nee, Quatsch, nur Mac gefahrlos retten könnte. Ja, und alle anderen halt durch... Jetzt könnte auch David retten gehen. Ah nee, komm. Mac, ich hole dir jetzt den Schlag. Okay. So, hart im Nehmen. Nein, David ist da, hallo. Ich hole mir direkt den nächsten Haken und damit auch wieder Pop. Und gehe dann wieder nach dort oben. Komm schon, Legion. Okay, dort hat's gekracht. Ich hoffe mal, Ruf der See hat genug Rückschritt veranstaltet. Ja, das kann man so sagen. Okay. So. Gegengetreten. Der geht wieder zurück. Unterdrückung hat nicht dafür gesorgt, dass es noch irgendwo anders kracht. Ich schau nur mal ganz kurz. Da ist niemand. Gut, dort unten will ich jetzt nicht noch extra gucken. Der geht weiter zurück. Der hier oben ist auch auf Null. Die müssen sich jetzt wirklich krass wieder sammeln, ne? Weil wenn so viele verletzt sind und ich hier meine Generatoren verteidige. Jetzt sind zwei wieder gesund. Okay, sie kommen von der Seite. Ja, alte Rennspuren schon. Hallo David. Ja. Einmal. Jetzt weiß ich direkt, dass von da die nächste kommt. Oh, Claudette. Wunderbar. Okay, Claudette geht retten und tauscht damit. Oh, das ist böse, ne? Weil Claudette ist jetzt tot. Komm mit. Raus aus der Runde. Boah. Das ist halt. Claudette hätte halt nicht. Ich glaube, David hätte versuchen sollen zu tauschen. Das wäre vielleicht besser gewesen fürs Team, aber jetzt die Claudette rauszunehmen, ist schon echt bitter. So, Pop und Ruf der See sind wieder drauf. David ist weitergerannt, dort oben lang. Okay, das Schöne ist halt, der Gen dort hinten, wenn da nicht noch jemand anders war, der wird richtig schön weit runter gehen. Da muss ich mich dann nicht mehr sorgen. Oh, schade. Ich hätte wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob vielleicht ein schneller Schlag da besser gewesen wäre. Okay, dort hinten repariert wieder jemand anders. Bist du ausgewogen in Landung, David? Nee. Warte, nehmen hast du? Jetzt stehen wir beide da. Ist unangenehm, ne? Wenn sich so beide Killer und Überleben so angucken, ne? Niemand kann was mit der Palette machen. Oh! Krasser Winkel. Krass. Richtig krasse Blendung, aber halt zu früh leider. Aber ich hatte da überhaupt nicht jetzt mit gerechnet. Ich habe auch nicht meine Taschenlampe gesehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ob die den Gen dort nicht vielleicht weiter repariert haben, als mir lieb ist. Der zweite ist da jetzt gerade ja dran. Aber ich meine, wenn er dran bleibt, kriege ich ihn. Und wenn nicht, habe ich halt einen Gen. Oh, Mac ist hier.
Ich hole mir lieber den Gen und pack damit Unterdrückung wieder drauf. Bin so gefühlt richtig viel Rückschritt wieder. Oh, ist das schön. So, die ist allerdings jetzt über alle Berge. Dort hinten heilen die sich wahrscheinlich. Nee, hallo Mac. Hallo Dwight. Nee, ich dachte, die hüpft hier runter. Ich hätte gedacht, dass die da jetzt runterhüpft. Dwight, David und Max sind hier. Hallo David. Ja, da wieder durch. Ah. Das mache ich am besten. Ich glaube, ich trete da kurz nochmal gegen. Einfach für Ruf der Seen. Den Rückschritt und die Infos. Hier mache ich kaputt. Habe ich sie veräppeln können? Ah, nee, nicht wirklich. Doch so ein bisschen, ne? Ich meine, sie ist in einer echt bescheidenen Position jetzt. Okay, der Gen durch. Okay, ja. Ich meine, klar, wenn ich hier die ganze Zeit bin. Habe ich dich? Der geht noch zurück, super. Okay, okay, okay. Ich habe halt nichts fürs Endgame, aber ich meine, die sind alle verletzt. Das ist halt mein Endgame. Meine Endgame-Vorbereitung, könnte man schon fast sagen. Dass ich halt... Und die ist tot. Oh, ist das gut. Und böse für die Überlebenden. Ah, hier wurde nicht weiter angefasst. Ich gehe direkt nach da. Ich nutze auch meine wilde Raserei, um einfach schneller zu sein. Yep, hier sind sie. Mal. David, hallo. Zweimal, perfekt. Ja. Mal kurz. Ich jag gleich weiter. Oh, das ist perfekt. Das Addon verrät mir, wo der zweite sich heilt. Dadurch hatte ich direkt jetzt das nächste Ziel. Ah, Dwight. Er wollte halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht die Palette nutzen. Das hat ihn aber da, ja, den schnellen Durchsteiger gekostet, dass er sich da so unsicher war. David ist auch wieder, hat auch wieder tiefe Wunden, weil er sich selbst genesen hat. Hallo? Der Gen geht noch zurück. Ja, wird halt jetzt sehr schwer für die Überlebenden, das hier noch rumzureißen. Der hängt halt auch direkt in meinem 3-Gen-Dreieck, sag ich mal. Also wirklich 3-Gens sind sehr... Oh, hallo David. Sind sie ja nicht, aber... Yep. Hallo. Okay. So, Dwight lässt sich sterben. Ich denke, jetzt wird David versuchen zu retten. Richtig. Komm mit, David. Lassen den Dwight nochmal kurz laufen. Wunderbar. Ich meine, dadurch, dass halt die Palette hier stand, hat er da wirklich einen guten Jagdvorteil, sage ich mal. Hier hat er angefangen, langsam zu gehen. Ja, er versucht halt keine Rennspuren zu hinterlassen. Dafür ist halt, fällt halt das Blut dann regelmäßiger, ne? Dwight. Richtig. Vielleicht, wenn du einen Entscheidungsschlag hast, dann können wir nochmal tanzen, aber... Nee, hast du nicht. Okay, damit haben wir alle bekommen. Perfekt. Schöne Runde mit der Legion. War echt gut auch, die Perks sind auch sehr, sehr gut aufgegangen, ne? Also wir konnten ab dem Zeitpunkt, ab dem die nur noch 2 Gens machen mussten, ab dem, ne, als die 3 halt schon geschafft hatten und nur noch 2 reparieren mussten, hatten wir das Spiel komplett verlangsamt. Ich meine, wir hatten ja unseren ersten Haken auch übelst spät gehabt erst. Und so haben wir es dann irgendwie umdrehen können. Sehr gut, mit der Legion. Sehr gut aufgegangen. So, erbarmungsloser Killer. Ich denke, ich habe auch meine Aufgabe geschafft. Ja, wunderbar.
So, das Schöne ist halt, mit der Legion kannst du halt auch gegen Generatoren treten, während du in deiner Kraft bist, ne? So, good game. Das waren meine Addons, ne? Einmal, wenn ich die Überlebenden mit wilder Raserei verwunde und die sich selber genesen, dann sind sie erstmal für 60 Sekunden gebrochen. Was halt dafür sorgt, dass sie halt viel länger verletzt bleiben und Thanatophobie nochmal ein bisschen mehr macht. Und dazu noch diese Sonnenbrille, die... Ich dachte, die macht mehr. In der Runde hat sie mir halt nur diesen einen... Aber gut, das war auch sehr entscheidend, dass ich den dann schnell gefunden habe, den Twilight. Ging schon alles sehr gut auf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.